Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Mich hat hier ein kleines Paket von Hukain erreicht und ich dachte, das packen wir heute mal zusammen aus und gucken uns einfach mal an, was da so drin ist. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was drin ist. Ich habe eine grobe Vermutung, aber ich weiß es noch nicht sicher. Wir gucken einfach mal zusammen rein. So, wir haben hier noch eine Pfeife. Ich weiß, dass es die neue Hukain-Pfeife ist. DMNT, beziehungsweise wenn das russisch ist, dann wäre es Dmit oder so ähnlich. Wenn es russisch ist, keine Ahnung. Ja, sieht ganz cool aus, die Verpackung soweit. Dann gucken wir uns doch mal hier die Pfeife an. Ah, nice, die hat sogar nochmal eine Tragetasche. Das ist gut. Okay, Karton ist leer. Dann haben wir hier Alchemia Dmit. From darkness to you. Hinten steht nix. Madness is our religion. Unten ist nix drauf. Hier vorne ist noch ein Fach. Da ist aber noch nichts drin. Schauen wir mal rein hier in die Kiste. Einmal Reißverschluss auf. Okay, hier ist noch so ein Gurt für um die Tasche. Hier sind noch so Platzhalter-Dinger. Dann haben wir hier noch eine Bowl. Okay, wir haben einen Standardschlauch. Ich schätze mal, das ist ein Teil des Mundstücks. Da wird aber bestimmt noch was vorne dran kommen. Es riecht ziemlich plastikmäßig, muss ich sagen. So, Tauchrohr mit Plastikdiffusor. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Warum dann ein Plastikdiffusor? So ein Metallteil mehr hätte doch dann auch niemanden umgebracht, oder? Naja, vielleicht so für den farblichen Akzent. Gewinde läuft auf jeden Fall akzeptabel. So, eine Standardzange, die lasse ich auch einfach direkt zu. Dann haben wir eine Schlauchfeder. Und das hier wird wahrscheinlich das vordere Stück vom Mundstück sein. Ja, da haben wir ein Gewinde. Dann können wir das hier dran schrauben. So an Mose Breeze angelehnt. Ist stabil. Ich dachte erst hier, das Sleeve bewegt sich da drauf, aber das hält. Also das hier ist dann das Mundstück. So, wir haben einen Teller, der sieht schwarz aus. Okay, der ist sehr schön. Wir haben zwar hier eine Macke, aber so vom Style her ist der Teller sehr, sehr cool. Komplett schwarz, also auch unten. Aber nur oben haben wir hier das Design. Wieder From Darkness to You, Madness is our religion und wilde Zeichen, wo ich nicht weiß, ob die irgendwas bedeuten. 666 kennt man wohl, Zahl des Teufels und so. So, dann haben wir hier die Rauchsäule, beziehungsweise den ganzen Stem eigentlich. Können wir auch nochmal auseinandernehmen. Kopfadapter. Dann ein, das fühlt sich nach Metall an. Aber dann wird das wahrscheinlich eloxiertes Aluminium sein hier. Gewinde lief aber ganz gut. Wir haben einen Mini-Plexi-Sleeve. Und dann haben wir hier... Oh, oh no, oh no, oh no, oh no. Was habe ich getan, Digga? Wie viele brauche ich? 5. Oh, Glück gehabt, alle noch da. Ja, komm, ich kann die auch erstmal rauslassen. Dann kann ich euch einmal die Base im Detail hier zeigen. Wir haben einen Plastik-Schliffanschluss. Das ist kein Metall. Das hier ist auch kein Metall. Wir sehen, das ist POM durch und durch. Und hier hing auch sogar noch so ein Faden? Wir haben leider auch kein durchgängiges Edelstahltauchrohr. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf der Kamera seht. Guck mal, da oben hört das Rauch, das Metallrohr auf und dann ist ein Stück Plastik. Ist jetzt an sich natürlich nicht schlimm, aber insgesamt mit dem Plastikdiffusor, mit dem Plastikschliffanschluss, der aber sehr gut funktioniert, zumindest hier bei den ersten paar Versuchen kann ich da auf jeden Fall nicht meckern, wirkt das erstmal nicht so ultra hochwertig, funktioniert aber alles. Macht zumindest einen guten Eindruck. Okay, machen wir mal wieder die Kugeln rein. Das Sleeve hat hier so eine Perforierung. Also schätze ich mal, dass der Blow-Off dann überall kreuz und quer da hin und her ballert. Dann kommt hier dieses... Das ist ein Molassefänger, oder? Guck mal, das geht ja nicht durch. Weil guck, hier kannst du auch nicht durchgucken. Also schätze ich mal, dass das Ding hier ein Molassefänger ist. Tellerauflage mit integriertem Molassefänger. Gary schreibt auch, ja, integrierter Molassefänger. Okay, das ist natürlich wild. Das ist cool. Das ist ein nettes kleines Detail. So, schade, dass alles so viel Plastik ist. Ja, für so eine kleine Travel-Pfeife ist das okay. So, dann einmal den Teller dazwischen und den Kopfadapter wieder drauf. Und dann ist das hier schon unser ganzer Stem. Also unten noch Tauchrohr reinschrauben. Oh, Gewinde läuft für Plastik aber echt gut. Also dafür, dass es eine Pombase ist, läuft das Gewinde echt sehr nice. Da kannst du nicht meckern. Und ich meine, meine Alpha-Hooker, ne? Ich habe seit, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahren eine Alpha-Hooker Model X. Und da schraubst du auch das Tauchrohr direkt in die Plastikbase. Die ist auch noch okay. Ne, also da habe ich auch noch keine großen, also was heißt große, ich habe noch gar keine Probleme damit. Von daher ist das schon in Ordnung. So, gucken wir uns mal noch die Bowl an, die hier mit dabei ist. Die sieht nämlich auch ein bisschen Special Form mäßig aus. Sieht aus wie eine geschrumpfte Sphere Bowl, würde ich sagen. Also von der Moses 4. So, haben wir irgendwelche Bläschen? Hier ein winziges? Nö, sieht gut soweit aus. Also für eine mitgelieferte Standard Bowl hat die auch echt gut Gewicht, ne? Ja, also das sieht auch ganz okay aus. So, packen wir die mal drauf. Ich mache mal kurz die Dichtung weg. Die Dichtung fühlt sich
extrem billig an. Also die Dichtung, aber gut, ist eine Dichtung. Zur Not schmeißt du die weg, holst du im Shisha-Laden für einen Euro eine andere und dann passt das. Würde wohl funktionieren, ne? Aber legen wir die erstmal so drauf, damit wir uns das einmal angucken können, wie die Pfeife hier komplett aussieht. Sie schließt auf jeden Fall nicht bündig nach außen mit der Bowl ab. Aber das war zu erwarten bei einer so filigranen Base. Wenn ich euch das mal quer halte, dass ihr das komplett seht, sieht das so aus. Wasserstand ist, glaube ich, ganz cool. Also Tauchrohrlänge passt, glaube ich, ganz gut. Sieht doch ganz süß aus, oder? Hat was. Für so eine kleine Travel-Pfeife oder so. Nice. Not bad. Nochmal hier die Base ein bisschen im Close-Up. Ne? Madness ist, warte. Madness is our religion. Da ist nochmal der Plastik-Schliffanschluss. Der aber wirklich, ja, also wenn ich das hier ein paar Mal mache, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Da ist jetzt irgendwie nichts, was hakt oder hängt oder so. Das passt. So, so sieht der Teller nochmal aus. Vom Design cool. Verarbeitung hier und da, klitzekleine Mängel. Sowas wie, seht ihr das da, die Macke am Teller? Ne, so Kleinigkeiten halt. Aber ich glaube, die kostet auch nicht so viel. Wir gucken uns die jetzt erstmal bei Hukain im Online-Shop an. So, gehen wir mal rüber auf die Hukain-Website. So, oder haben die auch ein bisschen was gemacht, ne? Shop Everything Shisha Pfeife. Hier sind die auch schon. DMNT El Nino. Und wir haben die weiße, also die hier. 130 Euro ist ein bisschen schwieriger Preis, muss ich sagen. So, was schreiben die hier? Nicht nur mit Design, sie überzeugt auch mit Innovation. Wo ist die Innovation? Nicht böse gemeint. Das mit dem integrierten Molassefinger ist cool. Aber den Blow-Off haben wir schon gesehen. Dass da Pom benutzt wird, ist jetzt auch keine Neuheit. Ja gut, das ist immer ein bisschen hochgegriffen, ne? Wechselbare Sleeves haben wir. Verschraubbarer Diffusor. Der mitgelieferte Diffusor ist verschraubt. Entsprechend erhältst was? Entscheidest du selbst, wie laut es in deiner Shisha-Oase blubbern soll. Beschichteter Teller, der Kohleteller, der DMNT El Nino ist beschichtet und mit einem modernen Muster versehen. Sehr modernes Muster. Die hochwertige Beschichtung unterscheidet sich von herkömmlichen Kohletellern? Weiß ich nicht. Alpha-Beschichtung ist auch cool und so. Ja, aber immerhin ist er schwarz. Das ist ein cooles Detail. Safe. Travel Bag, das ist natürlich ganz gut, dass das dabei ist, ne? Vor allem für so eine kleine Pfeife ganz cool. 130 Euro ist halt ein recht schwieriger Preis, ne? Weil für 130 Euro kriegst du auch eine Aladdin Epox 360 bzw. Pro. Mit 130 Euro bist du nur noch ein 20 von der Mose Breeze 2 weg. Auch schwierig dann. Ja, für 150 Euro bist du auch schon in der Liga für eine Viro Penta. Ich hätte die Pfeife ehrlich gesagt bei 20 Euro weniger gesehen, aber ich habe sie auch noch nicht geraucht. Vielleicht überzeugt sie ja gleich vollends durch ihr Rauchverhalten. Bevor wir die Pfeife aber rauchen, müssen wir die auf jeden Fall einmal durchspülen und ordentlich sauber machen. Wichtig bei neuen Pfeifen, sehr, sehr wichtig bei neuen Pfeifen. Das heißt, wir nehmen das Ding und gehen einmal rüber in die Shisha-Küche. So, dann haben wir unser süßes kleines Pfeifchen ready. Brauchen wir nur noch ein Köpfchen. So, komm, ziehen wir mal. Stimmt, Blow-Off müssen wir gucken. Warum kommt das nur aus der Hälfte von den Löchern? Ja, ich glaube, da hängt ein bisschen Wasser drin. Ich glaube, da hätten wir ein bisschen aufpassen müssen. Du hast ja auch nichts abgetrocknet. Na, ich bin mal kurz mit dem Handtuch drüber gegangen, aber ich hätte nicht gedacht, dass in dem Sleeve so viel Wasser ist. Naja, was ist das Wasser? Probieren wir nochmal einen Blow-Off. Ich glaube, jetzt ist besser vom Wasser her. Sieht ganz cool aus. Durchzug. Würde ich sagen, so normales russisches Niveau. So eine 7 von 10. Ist nicht so einfach wie eine Kaif, wie eine Breeze, wie eine Aeon. Ist aber sehr angenehm. Also man muss sich nicht komplett kaputt ziehen. Ne? Aber man muss schon ein bisschen ziehen. Also für Leute, die einen sehr leichten Durchzug suchen, ist die Pfeife, glaube ich, nichts. Für Leute, die ein bisschen ziehen wollen, aber sich jetzt auch nicht unbedingt einen Wolf ziehen wollen, ist das nice. Ja? Das passt. Entlüften geht auch relativ easy. Entlüften geht normal, würde ich sagen. Man hat einen leichten Widerstand, aber keinen großen. Das passt. Das passt auf jeden Fall. Ja, so weit, so gut eigentlich vom Rauchverhalten, würde ich sagen. Also, nachdem wir jetzt fast ein Köpfchen mit der Pfeife geraucht haben, kommen wir zu so einem ersten Fazit. Aber da hat sich eigentlich gar nicht mal so viel verändert. Die Pfeife, Verarbeitung,
ist ein bisschen durchwachsen. Wir hatten eine kleine Kante am Teller, kann dummer Zufall sein. Es ist relativ viel Pomme verbaut, das wäre natürlich geiler, wenn es Edelstahl ist, wenn dadurch der Preis aber nicht so hoch ist, ist es in Ordnung. Preislich ist aber auch ein bisschen schwierig, weil in derselben Region halt schon die Aladdin Epox Pro ist, die meiner Meinung nach ein bisschen besser verarbeitet ist und auch noch mehr Blow-Offs bietet, aber halt einen ganz anderen Style hat. Das heißt, wenn die Pfeife euch besser gefällt, ist das schon ganz cool. Plus, du hast die Tragetasche dabei und die ist besonders kompakt. Also, das ist ja wirklich eine winzige Pfeife. Die ist nochmal ein Stückchen kleiner als eine Breeze, als eine Pro X Mini oder auch eine Kaif oder eine Penta und so weiter. Das heißt, das ist ganz cool. Du hast die Tasche, du kannst sie nice mitnehmen und Pommen draußen juckt dann auch nicht so sehr. Auf lange Sicht denke ich aber, dass halt eine Pfeife, die nicht ein Metallgewinde in ein Pommengewinde hat, länger leben wird. Wird das jetzt jucken über die ersten paar Jahre? Ich denke nicht. Durchzug ist in Ordnung, eher so russisches Level, das heißt so eine 7 ungefähr von 10. Das heißt nicht leicht, aber auch nicht so, dass man sich wirklich anstrengen muss. Das ist in Ordnung. Entlüften geht auch relativ easy und wenn das Wasser aus dem Sleeve dann erstmal raus ist, sieht das auch sehr, sehr nice aus. Von daher, guter erster Eindruck. Ich würde mir allerdings wünschen, dass sie ein paar Euro weniger in Deutschland kostet. Ich denke, für 130 Euro ist das eher was für Leute, die sagen, das Design holt mich komplett ab. Da habe ich richtig Bock drauf. Dann kann man auch für 130 Euro zuschlagen. Im Allgemeinen würde ich aber sagen, für 130 Euro hast du sonst wahrscheinlich eher andere Alternativen, die preis-leistungsmäßig ein bisschen vorne sind. Außer wie gesagt, du sagst, das Design ist genau meins, ich will das Ding haben. Dann kann man die sich ohne Bedenken holen. So viel zu meinem ersten Fazit.